Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin. Nicht wundern, ich komme gerade vorhin vom Tätowieren. Wie gesagt, die Hand ist ein bisschen geschwollen, sieht man vielleicht. Ja, also ein bisschen mehr so, ja. Der Handschuh muss jetzt drum bleiben, die Folie hoch bis morgen. Aber ich wollte trotzdem noch schon Videos vorbereiten, was ich denn, wenn die Hand dann besser ist, weil es ist meine Maushand, also noch kann ich sie nicht wirklich bewegen. Ja, was dann halt kommen soll. Ich war nämlich fleißig einkaufen. Also hier ist halt immer nur das gleiche drin. Hier habe ich mir bei, beim Roten, sieht man das? Ja, habe ich mir gekauft Fliegengitter. Das ist das für die Tür. Sieht man ja, dass das für die Tür ist. Und dann habe ich hier auch noch alle weiß für die Fenster. Habe ich jetzt für sämtliche Räume hier bei mir gekauft. Sobald meine Hand denn besser ist, kann ich denn das in jeden Raum ranklatschen, dass wir von Mücken und so verschont sind. Und dann habe ich noch gekauft, nee, das habe ich nicht gekauft, das ist die von meiner Tochter. Habe ich gekauft, oh, ich kann die kaum bewegen, ey. So ein Mückenschutz, also so, ja, zum Rufsprühen, das ist für die Badeanstalt und so abends für die Kleine und für mich. Und ich habe mal gekauft, ich habe ja schon oft genug davon gelesen. Oh, oh Gott. Und jetzt habe ich mir mal so eine Mückenlampe geholt. Die kann man auch anhängen. Ja, die soll ja wohl wirken gegen Fliegen, Mücken und hast nicht gesehen. Wirksam bei Mücken, wirksam bei Fliegen. Ja, und da habe ich gedacht, dann machst du die hier hin. Stelle ich mir ins Wohnzimmer da hinten an der Ecke ran. Insektenvernichter 25 Meter, okay. Oder ich stelle mir das Ding auf den Balkon oder ich hänge es hier irgendwo an. Und dann bin ich von Insekten verschont, hoffe ich. So, das war Ditte. Dann kommt noch Ditte, das andere Paket nicht. Das ist vom Robert. Ich habe dem Robert was geschickt und der Robert hat mir das dann wieder zurückgeschickt. Scheiße, der tut auch weh. Nee, so mache ich lieber nicht. Ich bin echt aufgeschmissen. Und das geht nicht nur dabei so. Ich musste vorhin auf Klo, groß. Das stellt mich vor Hindernissen, weil ich ja eigentlich Rechtshänder bin, aber rechts außer Kraft. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So, der Robert hat sich das nämlich netterweise für mich vorher schon mal angeguckt. Erstmal ganz liebe Grüße an Robert. Ich habe mir nämlich einen neuen Receiver gekauft. So, das ist dieser hier. Da sieht man den. Mit der geilen Bezeichnung JB für meine Stadt 007. Ist geil, oder? Ist geil. Der soll jetzt hier im Wohnzimmer rankommen. Da haben wir schon mal die Fernbedienung. Die sieht eigentlich aus wie bei meinem anderen. Ich habe schon mal eben fast den gleichen, aber das, oh, Vorgängermodell. Und der hat eine WLAN-Antenne dran und so. Oh. Was war denn hier? Batterien haben wir noch mit bei. Hier haben wir auch noch eine Anleitung. Und ein Serviceheft. Das ist ein Full-Hop-D-Receiver. Anleitung brauche ich nicht. Ich will jetzt nur immer rausholen, dass ich euch zeigen kann. Oh. Und das andere Paket packe ich dann morgen aus, wenn es meiner Hand was besser geht, weil da sind mehrere Produkte drin. Wird DLAN sein. Ich will euch mal ein bisschen DLAN noch vorstellen. Ach, hier nochmal ein Heftchen. Ich. Ach, der ist ja kleiner, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, der ist größer. Aber ist ja auch nicht schlimm. Achso, das klappt sich dann alleine weg oder was? Nee, so. So, kann ich euch mal ein Real zeigen. Das ist er.
Und der hat halt hinten LAN-Anschluss, HDMI, zwei USB, zweimal SAT, ach ne, LNB In und LNB Out. Wofür das LNB Out sein soll, weiß ich nicht, muss ich erstmal nachlesen. Weil bei meinem anderen hat auch LNB Out und das kann ich nicht weiterschleifen zu einem anderen Fernseher oder anderen Receiver oder sonst was dergleichen. Ist auch made in China. Hier hinten haben wir noch so einen An- und Ausschalter. Also wenn ich jetzt hier gerade anfange zu schwitzen, das ist jetzt nicht, weil es hier großartig warm ist. Nee, ich habe heute den ganzen Tag schon richtig Arschwasser. Also Schweißausbrüche ja. Weil Schmerzen. Oh, scheiße, ich Idiot, bewegt die Scheißhand auch andauernd, ey. So. Das soll jetzt soweit gewesen sein. Wenn wir mal ein kurzes Odin mal shoppen. Die werden wieder länger, wenn es der Hand besser geht. Ich werde ja nächste Woche werde ich nochmal machen. Ja. Bis dahin, oder Ende der Woche vielleicht, wenn es schon da ist. Ich werde nämlich bei Amazon noch ein bisschen was bestellen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.